Hallo meine Lieben, willkommen zu meiner. Ja, hier könnt ihr diesen Schleier sehen, von dem ich neulich mal gesprochen habe. Ich muss das unbedingt irgendwie reinigen lassen. Ja, ich habe gedacht, wenn ich das jetzt endlich mal so alles schön sortiert habe, zeige ich euch einfach mal, was ich so angesammelt habe. So, das ist meine Washi-Tape-Schachtel. Und ich glaube, wir beginnen jetzt einfach mal irgendwo bei... wir beginnen mit den Samples. Die habe ich mir bei Etsy bestellt, weil ich sie einfach traumhaft schön finde. Ich habe sie noch nicht benutzt, aber wird bald kommen. Das hier unten ist ein Washi-Tape, was ich nicht bestellt hatte. Das kam als Goodie dazu. Dann habe ich diese wunderschönen Washi-Tapes von der Patricia bekommen. Die heißt Patchen bei Instagram. Das blende ich euch einfach mal hier ein. Und ja, ist eben so vom Thema her ein bisschen so Reisen und die fand ich eben super schön. Passend dazu gibt es eben die und außerdem hat sie mir noch diese hier geschickt. Ja, nochmal vielen Dank. Ja, dann nochmal hier drei Stück. Und dann kommen wir zu denen, die ich von der Eileen bekommen habe. Ich schreibe ihren Kanal jetzt mal hier hin. Das ist ihr Planer-Kanal. Sie hat aber auch noch einen anderen Kanal bei Instagram und den schreibe ich euch jetzt hier nochmal hin. Und ja, schaut da auf jeden Fall auch vorbei. Ach ja, die liebe Patchen hat auch einen tollen Nagellack-Kanal, den ich euch jetzt nochmal hier hinschreibe, weil ich kann die euch einfach nur absolut empfehlen. So, die liebe Aline hat mir nämlich auch Washi-Tapes geschickt. Ich hatte mich so sehr gefreut. Sie hat mich da auch komplett mit überrascht. Und das sind die, die auch alle total goldig sind. Nochmal auch an dich. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, das waren meine Samples, die ich jetzt hier einfach mal zur Seite lege. Dann beginnen wir vielleicht mal mit den Rollen. Das zeige ich euch jetzt einfach mal so. Das sind eher Tesafilmstreifen, das heißt, die könnt ihr nicht mehr so gut abziehen. Diese, Moment, das und das habe ich von meiner lieben CM bekommen. Die findet ihr bei Instagram. Und die hat sie mir einfach geschickt, weil sie gesagt hat, sie hat sie gesehen und hat mich gedacht, fand ich auch total süß. Und die anderen, die ihr hier eben sehen könnt, die sind von HEMA. Gut, dann beginnen wir einfach mal mit der ersten Box. So, die hier, die ihr hier sehen könnt, die sind alle von Seemann, wie auch immer. Die gab es immer in einem Dreier-Set für, ich glaube, wirklich nur 99 Cent. Und es ist nicht sonderlich viel drauf auf denen, wie ihr sehen könnt. Aber ich fand die Muster einfach toll. Und ja, ist auf jeden Fall absolute Empfehlung für den Preis vor allem. Hier oben diese beiden Washi-Tapes, die habe ich von Teddy. Waren meine ersten Washi-Tapes übrigens. Zusammen mit einem, was ich euch nachher noch zeige. Und hier auf der Seite habe ich noch so ein paar kleinere. Die müssten zum größten Teil von Chibo sein. Wobei das hier, das schwarze mit den weißen Punkten, auf jeden Fall noch von HEMA ist. Und ich glaube, diese beiden hier oben, die eigentlich eher Neonfarben sind, sind auch von HEMA. Ja, ich brauche auf jeden Fall irgendwie größere Boxen, damit ich die alle in eine Box reinbringe, aber ja, mal gucken. So, kommen wir mal zur nächsten Box. In der nächsten Box finden wir hier wieder eins von HEMA, das ich über alles liebe. Ich finde es so schön. Das blaue ist von Chibo und diese beiden, obwohl das vordere könnte auch noch von Chibo sein. Das hier ist auf jeden Fall auch von HEMA. Es ist eigentlich Neonpink, man sieht es nicht wirklich. Das hier ist auch von HEMA, auch ein super schönes Tape. Ich finde die beiden zusammen halt auch toll. Das hier vorne habe ich auch von Chibo. Das war dieses große Set. Ich glaube, da waren 16 Stück drin. Und ich drehe das Ganze mal. Diese drei hier sind von Xenos. Ich hole das mal raus, weil da seht ihr so, das Muster nicht so gut. Ja, total schön. So frühlingsmäßig irgendwie. Und ja, rot mit weißen Punkten. Und das hier noch. Dann geht es hier weiter. Das, das und das ist von Chibo, auch aus dieser großen Set-Sache. Diese wunderschönen Blütentapes, die sind wieder von Seemann. Die gab es eben auch wieder in diesem Dreier-Set für nur 99 Cent. So, diese beiden hier habe ich bei
Xenos gekauft. Ich glaube für 1,99, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ebenso wie diese beiden, das war auch ein Set. Ich fand die einfach schön, weil die schwarz-weißen sehen irgendwie so ein bisschen edel aus. Dann diese beiden, einmal die Eulen und die Äpfel, die habe ich bei Butlers gekauft. Das ist nochmal die zweite Box in der Übersicht. So, dann kommen wir zur nächsten Box. Da habe ich einmal dieses Gelbe, das ist auch von Tchibo. Ist eben eins dieser ganz, ganz breiten. Ich finde die ganz praktisch für Pakete oder so, aber für den Planer etwas ungeeignet. Außer man schneidet es durch, aber das ist mir irgendwie auch zu aufwendig. Und dann habe ich noch ein gelbes, und zwar ist das eins mit Sternchen und das ist von HEMA. Das blau-weiß, nee, rot-weiß gepunktete und das hier und das hier und ebenso das hier und das hier und das hier und das hier und auch das hier, die sind alle von Tchibo. Die waren eben auch in diesem großen Set drin. Ich zeige es euch noch mal ein bisschen langsamer. Ebenso war in diesem Set noch dieses Washi-Tape und dieses. Dieses habe ich gekauft. Oh Gott, wo? Ich glaube, ich habe es bei Butlers gekauft. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Da bin ich mir echt gar nicht mehr sicher. Diese beiden sind auch von HEMA. Das hier ist eigentlich auch wieder Neonpink. Man sieht es leider nicht so gut. Ebenso wie dieses dünne. Diese kleineren hier. Die beiden hier vorne und die beiden schwarzen, die sind auch von Xenos. Haben auch echt fast nichts gekostet. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und das hier ist eben auch eins von Teddy, das ich mir zusammen mit den beiden vorderen gekauft hatte. Und das war auch eins meiner ersten Washi-Tapes. Ja, ich zeige euch hier nochmal kurz das alles in der Übersicht. Das hier ist auch von HEMA. Es ist nicht wirklich ein Washi-Tape. Es ist eher so Sticker. Habe ich aber einfach hier mit reingelegt. Und diese letzten vier, ne, fünf, sind auch von HEMA. Die habe ich euch in meinem letzten Haul auch genauer gezeigt. Zeige ich euch jetzt nur noch mal kurz. Und habe bis jetzt alle verloren. Und dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Washi-Tape. Das ist dieses hier, auch von HEMA. Gibt es auch noch. Ich liebe es. Ich finde es so praktisch. Ich weiß nicht. Ich habe bei Instagram mal gepostet gehabt, wie ich meine Samentütchen beschrifte. Und ich habe die eben immer mit diesen Labeln versehen. Und es sieht so schön aus. Das habe ich mir auch nochmal bestellt. Weil, wie gesagt, es ist mein absolutes Lieblings-Washi-Tape. Nicht für den Planer, sondern allgemein für alles. Ja, das war meine Washi-Sammlung. Sie ist noch nicht, na, obwohl sie ist schon groß. Wenn man sich das so anschaut, sind da schon einige. Aber Leute, ich habe da Bilder bei Instaprint oder bei Printstar-Inst, bei Instagram gesehen. Da hat so eine Box nicht mal ausgereicht für alle. Also ich glaube, es bewegt sich bei mir noch alles in einem angemessenen Rahmen. Ich habe eben, wie gesagt, viele durch dieses Chibo-Set gekauft und ja, was ich nicht habe, sind Sachen mit Tieren, weil ich das irgendwie nicht so schön finde. Ich hätte gerne eins mit Vögeln. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da gibt es eben eins, entweder in Schwarz-Weiß oder eben mit Bunt, wo die auf so einer Leine sitzen. Und ich hätte immer noch gerne Halloween-Washi-Tape gehabt und Christmas-Weihnachts-Washi-Tape. Das sind so die zwei Sachen, die ich noch nicht habe. Aber ansonsten bin ich eigentlich sehr zufrieden mit meiner Sammlung. Ich glaube, da ist für jede Gelegenheit irgendwie was dabei. Und ja, ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Ich glaube nicht, dass das sonderlich lang geworden ist. Aber ja, ich wollte es euch einfach mal zeigen. Und ich weiß im Moment noch, sage ich mal, woher die ganzen Washi-Tapes kommen. Darum, vielleicht guckt ihr einfach mal bei HEMA, die haben ja jetzt irgendwie ein neues Sortiment. Da wird es vielleicht ein bisschen schwierig, manche Sachen nochmal zu finden, aber vielleicht habt ihr ja trotzdem noch Glück. Und an dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns ganz bald wieder und bis bald. Tschüss!